So, nun ist es endlich soweit. Lange habe ich mich davor gedrückt, das ist wie mit Hausaufgaben, aber irgendwann steht dann halt mal die Zeit an, wo es drauf ankommt. Ne? Ja, es geht um Personenstandserklärung. Praktisch die Erklärung dazu, dass ich mich als natürliche Person anerkenne. Und dass ich nicht mehr als Ding behandelt werden möchte, sozusagen. Jetzt erst, weil mein Hausarzt mir eine Überweisung in die, ganz Psychiatrie ist es noch, ne? Jedenfalls, dadurch ich in den letzten Jahren in die Kernkraftwerke gearbeitet habe und da gemerkt habe, dass da alles vielleicht doch ein bisschen anders ist, als ich mir das vorher da gedacht habe und ich da meinen Job nicht mehr so ausführen konnte, wie ich das gerne wollte und sich mein Körper dann auch irgendwann dazu gemeldet hat, möchte sich jetzt doch mal der offizielle Psychologe darum kümmern, um herauszufinden, warum denn sich mein Körper geweigert hat. Ja, aber bevor der das machen darf, habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich als Mensch behandeln lässt, anstatt als Ding oder als Sache. Ihr versteht, was ich meine. Ne? So, meine Personenstandserklärung ist ziemlich dürftig ausgefallen. Also es ist eigentlich nur eine Seite und dann hier noch ein paar Infoseiten, damit die Leute auch ungefähr wissen, um was es geht. Und zwar deshalb, weil dieses ganze Geplänkel über Capitus, Dimitu, Maxima oder wie sich das da immer nennt, das trifft für mich irgendwie gar nicht zu. Komischerweise. Ja, böse Zungen behaupten, dass ich da in der Familie wohl Verwandtschaft hätte, die da irgendwie Einfluss hätte. Leider habe ich die bisher nicht kennengelernt. Jedenfalls ist es bei mir nach wie vor so, auf dem Personalausweis sowie auf einem Reisepass werde ich in Groß- und Kleinbuchstaben geführt, weiterhin. Währenddessen bei allen Kollegen oder Bekannten, wo ich nachgeguckt habe, steht alles in Großbuchstaben da. Ja. Bis dahin ist er gültig. Irgendwo stand doch auch, wo ausgestellt worden ist. Naja, ist wurscht, das war jedenfalls der Personalausweis. Kann ja noch Zufall sein, ne? Ich habe gedacht, im Reisepass ist es dann anders. Aber auch im Reisepass? Schau her. Groß- und Kleinbuchstaben. Naja, jedenfalls mal gucken. Aha. Das wollte ich eigentlich haben. Ob die dazu mehr wissen? Müssten sie ja eigentlich, ne? Ich meine, das ist ein Rathausschiff, wo so einen schönen Springbrunnen hat. Mit schöner Pyramide obendrauf und so weiter und so fort. Na gut, das soll jetzt keine Pharaonenshow werden. Über die Entstehung des Marktplatzes kann ich anders mal ein Video machen. Also unsere tollen Flaggen, wie sie wehen. Naja. Na, mal gucken, inwieweit die Jungs und Mädels da drin Bescheid wissen. Das sind auch keine bösen Leute. Hab mein Zivildienst dort verbracht. Also gut, alles nur Menschen. Bis später. Hat alles wunderbar geklappt. Ich habe doch gesagt, sind alles nur Menschen. Wir waren ziemlich interessiert. Habe ihnen auch ein paar DVDs da gelassen. Andreas Klaus und so weiter. Mal gucken, ob die Info dann so seine Runde macht. Jedenfalls, das haben sie mir draufgegeben. Wunderbar. Es ist zur Kenntnis genommen. Na, immerhin. Erster Schritt getan. Weiter geht's. Auch zum Psychologen. So, beim Psychologen waren wir jetzt gewesen. Auch ein ganz netter Typ eigentlich, obwohl alle anderen, die ihn kannten, gemeint haben, zu dem brauchst du nicht gehen. Ja, alles nur Menschen. Ja, geraucht wird trotzdem noch. Tja, am Ende wusste ich gar nicht mehr so richtig, wer da der Psychologe eigentlich war, von uns beiden. Aber passt schon, hat mir einen Haufen Adressen mitgegeben, an die ich mich wenden kann. Natürlich hat er vorgeschlagen,
Ja, gut, wenn man solche Panikattacken hat, gibt es da ja Medikamente, die man nehmen kann. Allerdings ist ihm dann schon etwas das Gesicht eingeschlafen, als ich ihm gesagt habe, dass ich lieber an die Ursache des Problems rangehen möchte, als an die Symptome. Da hat er gemeint, ja gut, das müssten dann die Therapeuten machen. Na dann, mal gucken, ob ich einen finde. Einen Therapeut gegen Panikattacken in Kernkraftwerken. Ich bin gespannt. So, was wollte ich noch erzählen? Genau, noch kurz was zur Personenstandserklärung. Ich habe die Dame im Einwohnermeldeamt mal gefragt, wie es denn kommt, dass bei mir im Personalausweis und im Reisepass mein Name in Groß- und Kleinbuchstaben ausgewiesen wird. Hat sie gemeint, sie hat da selber noch nie drauf geachtet, können wir aber gleich mal nachschauen. Sie hat auf ihre alten Ausweise geschaut, die bis 2003, 2004 ausgestellt worden sind, sind alle in Großbuchstaben geschrieben. Dann bis 2008 sind sie wieder in Groß- und Kleinbuchstaben und ab 2008, also jetzt die ganz aktuellen neuen Pässe, werden wieder mit Großbuchstaben deklariert. Ja gut, also die im Einwohnermeldeamt wollen sich da auch mal schlau machen diesbezüglich. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Denn bis später. So, wunderbar, da sind wir. Ja, wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, ganz allein auf meinem Mist ist das natürlich nicht gewachsen mit dieser Personenstandserklärung. Es gibt mehrere Leute in Deutschland, die das natürlich schon vor mir gemacht haben, ne? Sonst hätte ich mich ja gar nicht getraut. Bin ja auch nur ein kleiner Lemming in Anführungszeichen, auch wenn die in Wirklichkeit ja gar nicht so sein sollen, als uns da dieser Disney-Film präsentiert. Das ist eine andere Geschichte. Ja, und einen dieser Leute hatte ich sogar das Glück gehabt, den persönlich kennenzulernen. Sogar einen ganz besonders bunten Hund, den Horst Günther Hagemann. War früher bei der NVA tätig gewesen, da zuständig für die Waffen. Ja, und der lebt schon ein ganzes Stück lang unter Selbstverwaltung. Genau. Na, mal gucken, ob er Lust hat, sich der Öffentlichkeit mal zu zeigen. Anders als ihn die Medien darstellen. Mal schauen. Im Grunde war mir da 2009 noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, was ich da eigentlich für eine Persönlichkeit kennenlerne. Jedenfalls war ich da gerade in Bad Neustadt gewesen, auf einem Vortrag vom Helmut Pilhar über germanische neue Medizin, wo es um psychologische Konstellationen ging. War sehr interessant gewesen. War schon interessant gewesen, mitzubekommen, warum denn Frauen, wenn sie die Pille nehmen, ganz anders reagieren oder ganz anderes Revierverhalten unter anderem haben, als wenn sie normal hormonell funktionieren. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls lernte ich da den Horst Günther kennen. Er hatte kein Hotelzimmer gebucht gehabt, so wie ich vorher auch. Und wir nahmen dann zusammen ein Hotelzimmer, weil keine anderen mehr frei waren. Ja, so saß er dann am Abend dort mit seiner Flasche Bier. Alte Major der NVA und ich, der alte Kriegsdienstverweigerer mit seiner Bong, und schauten uns Dokumentationen über UFOs an. Ja, war schon ein historischer Augenblick. Okay, weiter im Text. Schade, was da ist. Grüß dich, Horst. Tag schön. Hallöchen. Hast du mal kurz 5 Minuten? Grüße dich, mein Bester. Ich bin Mauer. Ja, so ungefähr. Heute ist der Tag, wo ich meinen psychologischen Termin habe. Da hatte ich mir vorher gedacht, bevor mich der Psychologe irgendwie für blöd erklärt, machst du lieber vorher eine Personenstandserklärung. Also war ich vorhin im Rathaus gewesen, habe die abgegeben. Die war auch sehr interessiert gewesen, muss ich sagen, die Dame. Wusste davon noch nichts, aber hat die Informationen gerne angenommen.
Ja, genau. Und davon habe ich jetzt vor, einen kleinen YouTube-Film zu drehen. Habe gedacht, dass wir mal die Leute aus einem anderen Blickwinkel als die Medien, die so präsentieren, die Leute so darstellen können, die da auch schon Personenstandserklärungen gemacht haben. Wusstest du, dass das Fenster auf dem MDR, die Handelsregisternummer war? Der BRD GmbH verkündet hat. Da oben war das Fenster gewesen, ja? Und wer war da gewesen? MDR? MDR, ja. Aha. Ja, mal gucken, ob die das in ihren Archiven noch irgendwo haben. Mal schauen. Die Personenstandserklärung nach dem Muster von Heinemann gemacht haben? Ich habe eine ziemlich kurze gemacht. Ach, für irgendeine Dame war das gewesen. Ich glaube, irgendeine Frau Goldfinger oder so. Die war bei natürlicheperson.de ziemlich zu Beginn verlinkt gewesen. Die habe ich ganz schön gekürzt, weil bei mir das Ganze mit dem Capitus de Milo Maxima herausfällt, weil ich ja kleingeschrieben werde in meinem Personalausweis. Und da war die Dame wirklich sehr kooperativ gewesen und hat gemeint, ne Moment, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Hat sie gleich mal ihre alten Pässe rausgesucht, da haben wir rausgekriegt. Bis 2003, bis 2004 sind die ganzen Leute mit Großbuchstaben geschrieben worden. Dann so ab 2004 bis 2007 rum ungefähr sind sie mit Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben worden. Und ab 2007, 2008 rum, oder sogar 2009 rum, wird es wieder angefangen, die Leute mit Großbuchstaben zu schreiben. Da war sie selber total überrascht, wieso am Anfang mal in Großbuchstaben, dann in Kleinbuchstaben und jetzt wieder in Großbuchstaben. Ah. Dann machen wir übrigens die Versammlung nochmal wiederholen. Gar nicht viele, oder was? Oh ja, war voll. Ja? Hälfte war Jugendliche. Aha, ja. Jetzt langsam los also. Und am 7. Oktober waren wir dann in Dern. Ein bisschen mit Feierstunde, das ist der 7. Oktober. Passt ganz gut, Absinken der Nationalhymne. Ja. Wir die Meditation über Deutschland machen. Aha. So. Und wir haben jetzt wirklich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet oder Referate. Aha. Auch mit den Jugendlichen schon zusammen? Nee, mit denen noch nicht. Hier. Haben wir wieder so gewurscht, ja, also da haben wir doch keinen Rücklauf. Wie das bei denen angekommen ist, ob sie da was verstanden haben oder nicht. Genau. Ich werde es eh wieder spontan machen. Das ist das Allerbeste. Mit Vorankündigungen werden die Videos nie was. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ja. Da jetzt noch ein Elektromotor reingebaut. Das wär's, wa? Naja. Wird alles.